Hallo an alle! Ja, ihr seht richtig, es hat sich etwas verändert. Meine Haare sind kürzer. Ich find's toll, mir gefällt's richtig gut. Es ist auch ganz frisch, nämlich heute Morgen passiert. Ja, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie Lust auf einen etwas erwachseneren Look und irgendwie haben mich auch die langen Haare ein bisschen genervt. Ab einer bestimmten Länge hängen die nur noch so runter und haben gar nicht mehr das Volumen, weil meine Haare haben eigentlich doch ein ganz schönes Volumen von Natur aus. Aber wenn sie halt irgendwann eine gewisse Länge haben, dann nicht mehr. Und deswegen, ja, gefällt mir das gerade schon besser. Ich muss die ganze Zeit mich im Spiegel angucken und damit rumspielen und auch gucken, wie sieht es im Zopf aus und diese ganzen Späße. Aber ich bin sehr zufrieden, es gefällt mir mega gut und ja, jetzt hätten wir das Thema auch abgehakt. Auch danke für das ganze Lob auf Instagram. Ich habe da leider es nicht geschafft, 25 Leuten einzeln Danke zu sagen, aber seht das als kollektives Danke an und ich würde sagen, dann steigen wir mal ein. Auch heute wieder 3 Produkte in der Review Time, einfach weil ich ja wie gesagt letztens so viel gekauft habe und da euch noch einiges zeigen muss. Da will ich anfangen mit dem Catrice Illuminating Blush aus der 2 Meter Catrice Theke. Das gibt es ja in 3 Farben. Ich habe mir die Farbe I'm Nuts About You mitgenommen und das ist so ein bisschen die neutralste Farbe. Es gibt da noch eine etwas peachigere und eine etwas rosanere Farbe. Und das ist sozusagen das neutralste Alltagsblush und ich trage das auch gerade auf meinen Wangen. Und ich stehe gerade sehr auf solche Blushfarben, weil ich trage es ja wie gesagt auch gerade und es sieht einfach nicht bam, ich trage Blush und trotzdem sieht man frischer aus und man hat was im Gesicht. Ganz, ganz viele Leute haben gesagt, dass das ja so einen ganz, ganz tollen Glow hat, so einen Schimmer, also ohne zu glitzern, doch einen schönen Glanz ins Gesicht bringt. Ist mir jetzt nicht explizit aufgefallen, aber mir gefällt die Textur auch. Also es ist nicht so tot wie matt, aber es ist jetzt auch nicht glitzerig oder irgendwas in der Richtung. Auf jeden Fall ein schönes Blush mit ordentlicher Farbabgabe. Nicht zu viel, nicht zu wenig, weil zu viel Farbabgabe bei Blush ja auch gefährlich ist. Und ich glaube, preislich liegen die so bei 5 Euro, also etwas gehobener, aber bei dem schönen Design. Also wenn euch die Farben gefallen, von der Qualität her kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Dann noch dieses Schmuckstück, das wollte ich schon so, so lange haben und endlich habe ich es gefunden. Das ist die Essence All About Chocolates Palette und die gibt es halt leider auch nur in der 3 Meter Müller Theke exklusiv. Und ich habe mit der ein bisschen rumgespielt. Ich muss sagen, man kann über die Qualität überhaupt nicht meckern. Diese Palette hat echt eine ganz, ganz tolle Farbabgabe für Essence-Verhältnisse, vor allem für einen Preis von, ich glaube, rund 3 Euro, 3,50 Euro maximal, wenn nicht sogar nur 2,75 für 6 Lidschatten, sind die absolut in Ordnung und echt toll. Relativ gut von der Qualität, besser als die Monos im Standardsortiment. Aber mein Kritikpunkt an dieser Palette ist ihre Funktionalität als Einzelpalette. Ich bin ja so ein Mensch, ich benutze gerne nur eine Palette, wenn ich ein Augen-Make-up schminke und greife nicht zu 3 verschiedenen. Da fehlt hier schon mal alleine der matte Ton, also es gibt keinen matten hellen Ton. Der hier ist etwas matter, aber hat doch irgendwie auch einen Perlmutschimmer. Geht zur Not noch für das Highlighten unter der Augenbraue, ist aber fast schon an der Grenze von zu schimmernd dafür. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es hier gut erkennen könnt. Ich habe es jetzt hier nochmal geswatcht. So, dann hat man diese sehr hellen Töne und dann hat man 4 doch relativ ähnliche sehr dunkle Töne. Und ich habe zum Beispiel diesen hier auf dem beweglichen Lid getragen, was ja von den 4 noch so der hellste ist. Und ich glaube, den in der Lidfalte oder den in der Lidfalte, auf jeden Fall haben mich dann meine Kollegen angesprochen, ob ich heute Abend noch was vorhabe oder ob ich die Nacht durchgemacht habe und damit auf Arbeit gekommen bin, also noch von letzter Nacht. Es war dann doch schon ein bisschen sehr smoky. Und ja, keine Ahnung, bei All About Chocolates erwarte ich mir halt irgendwie was Universelleres, beziehungsweise diese dunklen Töne, wenn man was Smokiges machen möchte, sind super in Ordnung, soll eine Palette können, aber dann doch bitte noch so 1-2 Mitteltöne, damit man sie auch einfach ein bisschen alltagstauglicher tragen kann. Das macht die Palette halt einfach irgendwie weniger flexibel und das stört mich. Also an der Qualität kann ich überhaupt nichts meckern, aber leider, die Farben sind alle relativ dunkel und relativ ähnlich. Also nur eine bedingte Empfehlung, nicht aufgrund der Qualität, die ist auf jeden Fall in Ordnung bei dem Preis, aber ja, die Komposition der Farben ist, finde ich, hätte besser gelingen können. Da kann ich die All About Nudes, die es auch im DM-Sortiment gibt, mehr empfehlen als diese hier. Und dann kommen wir zu meinem Highlight, das ist der
P2 Mattifying Perfection Concealer und den trage ich auch gerade. Und das ist der Concealer, der jetzt neu ins Sortiment gekommen ist. Ich habe die 015 Perfect Nude und der ist auch relativ hell. Ich glaube, kostet auch gar nicht mal so viel, sonst waren ja die Concealer auch gerne mal ein bisschen teurer. Aber der kostet so 2,75 glaube ich sogar auch und hat eine wunderbare Textur. Dieser Concealer ist ein Traum. Er trocknet matt an, also ich habe jetzt unter meinen Augen nicht abgepudert und hat eine sehr flüssige Textur, also ist doch etwas auf der flüssigeren Seite. Schafft aber trotzdem eine ganz tolle Deckkraft, finde ich. Also man kann mit ihm doch sehr viel abdecken, ohne dass es cakey aussieht. Er gleicht schön aus. Aber was bei denen das Tollste ist, ist die Haltbarkeit. Denn den kann man den ganzen Tag drauf lassen, ohne... Oh, jetzt war der Lidschatten. Auch nicht schlecht. Dann nehmen wir doch gleich noch ein bisschen. Auf jeden Fall, ich glaube, hier kann man die flüssige Textur auch nochmal ein bisschen besser erkennen, wenn man sich den Swatch mal aus der Nähe anschaut. Durch dieses Flüssige legt es sich so toll an die Haut an und ich habe den ein paar Stunden drauf und da kriecht nichts, es sieht nichts cakey aus. Der sieht unglaublich schön natürlich aus. Er verliert ein wenig an Deckkraft, also man sieht vielleicht wieder die Schatten ein bisschen mehr. Ich muss auch generell sagen, er hat für diese flüssige Textur eine unglaublich gute Deckkraft. Allerdings an ein, zwei Stellen, so gerade wenn ich mal eine Nacht vielleicht ein bisschen zu wenig Schlaf bekommen habe, dann nehme ich vielleicht doch nochmal den NYX Concealer an den ein, zwei Stellen. Aber prinzipiell für diese wirklich tolle flüssige Textur eine unglaubliche Deckkraft. Und Haltbarkeit und Langwierigkeit und wie er einfach aussieht, wie lang er sein schönes Ergebnis behält für diesen günstigen Preis bei dieser hellen Farbe. Absolute Kaufempfehlung. Also ich bin total begeistert und ich habe den jetzt seit anderthalb Wochen nur getragen. Und ich habe ja auch den Velvet Finish Concealer von Catrice mir gekauft. Und ich habe gerade überhaupt keinen Bock, den zu testen, weil ich den hier so gut finde. Also sehr, 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 sehr große Empfehlung. Favorit der Woche ist ein Produkt, aber auch ein sozusagen Tipp, Geheimtipp, Beauty-Tipp. Und zwar ist es der Catrice Long Lasting Lip Pencil. Der ist an sich von der Range her nicht neu, aber die Farbe ist neu. Das ist die 150 Vintage Rose und es geht mir auch explizit um diese Farbe. Den kriegt man in der normalen 1 Meter Catrice Theke, also auch bei DM. Und das Coole an dem ist, der ist fast meine Lippenfarbe. So ziemlich genau. Kommt, also ich habe so einen leicht nudigen Ton auf meinen Lippen, wenn ich gar nichts auf den Lippen habe. Da kommt der schon relativ gut ran. Und das Tolle ist dadurch generell der Tipp, Lip Liner in eurer Lippenfarbe. Ihr braucht keine 10, 20, 30 verschiedenen Lip Liner, sondern dadurch könnt ihr immer die Kontur nachzeichnen. Man sieht es nicht, weil es ist ja eure Lippenfarbe und trotzdem könnt ihr jeden Lippenstift und jeden Lipgloss und jede mögliche Farbe dazu tragen und auch das ohne, dass wirklich etwas verfärbt wird, weil manchmal hat man ja eine Farbe, die so ähnlich ist und dann wird das Ergebnis ein bisschen anders. Und vor allem finde ich das besser als durchsichtige Lip Liner, die gibt es ja auch und P2 hat davon auch einen neuen gerade ins Sortiment gebracht. Die finde ich nicht gut, weil ich die immer viel wachsiger finde als die farbigen. Also in den farbigen, dadurch, dass da Pigmente enthalten sind oder so, sind die zwar ein bisschen trockener und das finde ich führt dazu, dass sie eine bessere Lip Liner Funktion haben und deswegen das Ganze noch ein bisschen besser zusammenhalten, während die sehr durchsichtigen, wachsigen Lip Liner halt gerne auch mal wegschmelzen und auch nicht so gut halten. Ich habe das, wie gesagt, in letzter Zeit wieder häufiger gemacht, Lip Liner zu ziehen, gerade weil ich jetzt diesen hautfarbenen für mich habe oder lippenfarbenen und muss sagen, das ist schon irgendwie ein schöneres, abgegrenzteres, frischeres, ja auch ein bisschen aufgepumpteres Ergebnis. Also die Lippen sehen einfach voller aus, einfach weil sie halt so ein bisschen die Grenze haben. Ja, also bin wieder ein Lip Liner Fan geworden, gerade aktuell und mit einem einzigen Lip Liner, den man für alle Lippenstifte benutzen hat, ist es natürlich super einfach und selbst auch für mich, faule Socke, nicht zu viel Arbeit. Okay, mein neues Schätzchen ist diesmal nicht Beauty-related, sondern ein Lifestyle-Schatz sozusagen. Und zwar habe ich mir ein Auto gekauft. Ein gebrauchtes Auto. Ich habe es einem Kollegen abgekauft. Ich nenne ihn Jean-Philippe. Es ist ein Citroën C4. Prinzipiell wollte ich ihn ja Jacques nennen. Einfach weil Franzose.
Aber er hatte schon einen Namen, das wusste ich nicht. Und das ist Jean-Philippe oder JP als Kurzform. Und ich werde es auch so beibehalten. Ich werde ihn weiterhin Jean-Philippe nennen. Und ich bin sehr verliebt. Also Autofahren ist schon cool. Ich werde zwar, glaube ich, unglaublich faul werden und alles mit dem Auto machen. Nein, ich versuche schon noch ein bisschen das im Zaum zu halten. Ich meine, es kostet ja trotzdem Geld und Benzin. Und so ein Auto ist schon eine ganz schöne Investition. Aber jetzt brauche ich halt doch ein bisschen auch teilweise die Flexibilität und ja, es ist Luxus, aber ich freue mich, dass ich einen Luxus habe und ja, ich bin total begeistert. Aber gerade heute habe ich mir doch dann noch was Kosmetisches Neues gekauft. Und zwar habe ich die Oktoberfest LE von Essence entdeckt und die drei Lidschatten mitgenommen, die Dorschau Hair Eyeshadows in der Farbe Fiesta Lavender, Holz oder Michel und Sweet Purpleline. Purpleline, keine Ahnung. Und die habe ich eigentlich aus Sammelgründen mitgenommen, wegen der wunderschönen Muster. Hier seht ihr dieses Brezelmuster, das ist wirklich richtig hübsch, das gefällt mir fast am besten. Obwohl ich sagen muss, der rosa, ne, der hat ein Karussell, das ist auch richtig, richtig hübsch. Ich plane nicht, in diese Lidschatten mit meinen Fingern reinzugehen. Ich werde die genau so aufbewahren, wie die sie sind. Weil ich die richtig, richtig hübsch finde. Ja, mein Nagellack ist übrigens mega gechippt. Zu faul zum Lackieren. Und wollte aus demselben Grund eigentlich auch die Blushes haben, aber die waren entweder ausverkauft, also gerade das mit dem Rentier war zweimal ausverkauft in verschiedenen DMs. Ich kann ja jetzt besser DMs abchecken, ich habe ja jetzt ein Auto. Naja. Und das mit der Brezel war ganz oft, also habe ich zwei, dreimal noch entdeckt, aber das war immer angetouched und angekrabbelt. Und das nervt mich. Ich möchte diese Blushes, ich möchte sie unberührt, ich möchte sie für meine Sammlung. Ansonsten sahen die sehr, 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 sehr glitzerig aus. Zu den Lidschatten gab es Tester, da konnte man unten Tester rausziehen. Und die waren sehr, sehr gut, sehr, sehr weich und hatten eine schöne Farbabgabe, ohne zu krümeln. Also ich glaube, qualitativ sind die nicht schlecht, aber die Farben sind so Standard, als dass ich die wirklich nur aufgrund des Musters mitgenommen habe und nicht unbedingt wegen der Farben. Wenn ihr sowas noch nicht habt, könnt ihr euch gerne anschauen bei dem günstigen Preis. Ansonsten so okay. Der Aufsteller ist halt mega niedlich, aber was nützt mir der niedliche Aufsteller, wenn die Produkte nur nach 15 sind? Also eher eine LE zum Sammeln und Anschauen, weniger super toll, ja, sinnvolle, nutzbare Produkte. Und mein altes Schmuckstück ist dieser hier, der Beach Cruises Waterproof Mascara Top Coat. Und den benutze ich in letzter Zeit sehr häufig, weil ich ja die No Clump Mascara habe, die hier drüben liegt. Da ist sie. Ja, die benutze ich gerade richtig, richtig gerne. Hat echt ein mega fettes Bürstchen. Also die ist riesig. Guckt euch das an. Aber die macht halt sehr, sehr schnell ein sehr nettes Ergebnis. Ich wollte sie nochmal mit der Rocket Volume vergleichen. Da wurde ich auch angefragt, das mal zu tun. Problem bei ihr ist halt, wie gesagt, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, nur, dass sie ein bisschen runterrutscht, nicht so gut hält, man dann so ein bisschen, ja nicht Klümpchen hat, aber einfach, dass es schwarz unter den Augen wird. Und dabei tusche ich nicht mal die unteren Wimpern. Und deswegen benutze ich die im Zusammenhang mit diesem Mascara-Topcoat, der die waterproof macht. Und das funktioniert wunderbar. Man kann es trotzdem noch toll am Abend abschminken, hält aber den ganzen Tag, verfärbt nichts. Und ich habe trotzdem den Effekt dieser schönen Mascara. Meine Angst ist halt nur, das war ja ein LE-Produkt. Und ich glaube, das wird halt relativ schnell dann austrocknen und weg sein. Und Catrice hat ja seinen aus dem Standardsortiment rausgenommen. Deswegen, das ist jetzt, um diese Mascara aufzubrauchen, schon noch eine Zwischenlösung prinzipiell, ändert das aber nichts an dem Fakt, dass sie einfach bei so schönem Ergebnis leider so schlecht haltbar ist, was ärgerlich ist. Aber naja, man kann nicht alles haben. Ja, YouTube geguckt, nicht so viel die Woche. Auch auf Instagram war ich ein paar Tage nicht. Es war, wie gesagt, meine allererste Arbeitswoche im neuen Job. Also da gab es doch einiges zu tun. Deswegen, ja, und ich hatte auch generell mit den Ämtern viel zu tun. Ich habe mich um Versicherungen gekümmert und das Auto angemeldet und alles Mögliche. Aber damit bin ich jetzt durch. Trotzdem hat es viel Zeit gefressen. Deswegen würde ich von euch gerne mal diese Woche wissen, und zwar nicht eure Lieblings-YouTuber oder Lieblings-YouTube-Videos, sondern Instagrammer. Finde ich auch super interessant. Also schreibt mir doch gerne, also entweder drei liebste Instagrammer von euch oder einen liebsten Instagrammer, einen liebsten YouTuber und einen liebsten Blogger. Das zweite ist mir sogar fast noch lieber, aber je nachdem, was ihr möchtet. Und bitte in die Kommentare. Ich fordere euch heute aktiv auf, das mitzumachen. Und dann haben wir vielleicht eine richtig schöne Sammlung an ein paar Schätzchen und Leuten, die wir noch nicht kennen. Und ich freue mich drauf, das bei euch anzugucken.
Ich muss jetzt mal ein bisschen gucken. Ich bin mir sehr sicher, dass Luisa Videos gemacht hat und dass Jules Videos gemacht hat. Die werde ich jetzt noch nachschauen. Und auch Sabine, Blushing Biene. Die habe ich, glaube ich, länger nicht erwähnt. Katrin habe ich gesehen in meinen Benachrichtigungen, hat ein neues Starting the Month hochgeladen. Und nächste Woche ist es ja schon soweit. In zwei Wochen. Zwei Wochen ist DM Markencamp Beauty. Und ja, wir beide halten zusammen eine Session. Ich freue mich schon sehr darauf. Und ja, das Video muss ich auch noch schauen. Ja, aber legt los. Schreibt mir eure liebsten Menschen im Beauty-Netz in die Kommentare. Vielen Dank. Beauty Deal technisch war, glaube ich, auch nichts los. Rossmann Prospekt war ja letzte Woche und letzte Woche war auch 30% auf Mascara. Ich habe mir keine gekauft. Ja, Müller Prospekt gibt, glaube ich, auch kein neues, weil das ja auch schon letzte Woche rausgekommen ist und die kommen ja, wie gesagt, nur im 2 Wochen Takt. Ich habe LEs entdeckt und zwar von Altera die Love LE. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe es leider nicht geschafft, euch die Preview hochzuladen. Da gibt es ein ganz nettes gebackenes Blush und auch gebackene Quattros. Aber fand ich jetzt von den Farben auch nicht so mega spannendes. Aber für alle Naturkosmetikliebhaber unter euch vielleicht mal eine nette Alternative zu Alnatura. Nee, nicht Alnatura, Alverde. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Ansonsten, wie gesagt, die Oktoberfest-Lady habe ich gesehen. Die Yes We Pop ist jetzt auch schon überall aufgepoppt mittlerweile. Von Essie habe ich jetzt auch bei DM die Oktoberfest, beziehungsweise Schatzi LE entdeckt, habe aber keinen Lack mitgenommen. Der Schatzi, das ist wirklich so ein normales Fuchsia-Pink-Magenta, also nichts Spezielles. Deswegen, da durfte nichts mit. Es gibt eine Ballet Slippers LE, da gibt es Fiji aktuell wieder. Ich habe Fiji ja schon, aber wenn ihr ihn noch nicht habt, dann könnt ihr euch da gerne vielleicht ja den noch besorgen. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich die letzten schon letzte Woche erwähnt habe. Ja, die Hello Autumn ist auch mittlerweile verfügbar und ja, das... Eigentlich sind gerade alle LEs mittlerweile verfügbar, die so angekündigt wurden. Dann heißt es jetzt so langsam auf die Catrice Check and Tweet LE oder Feathered Fall zu warten. Ich bin schon mega gespannt. Es ist ja, langsam geht es auf Mitte September los, da soll die Check and Tweet ja kommen. Ich freue mich. Diese LE möchte ich so unbedingt sehen. Ja, was gibt's denn zu bla bla bla? Also, der Plan ist, ich habe jetzt schon alle Sachen fotografiert oder einen Großteil der Sachen fotografiert, die ich auf Kleiderkreisel hochstellen möchte. Und ich werde das jetzt tun, sodass die hoffentlich schon online sind, wenn dieses Video hier online kommt. Das heißt, schaut auf Kleiderkreisel. Ich habe aussortiert und verkaufe viele Nagellacke, viele sonstige Beauty-Sachen und bin aber noch nicht fertig mit aussortieren. Also da kommen immer mal noch wieder Sachen hinzu. Ich mache dazu auch ein paar Videos. Das sollte jetzt eigentlich dann auch morgen kommen, endlich. Wie gesagt, die Woche war sehr stressig, tut mir leid. Wo ihr euch schon mal die, es werden hauptsächlich als erstes die Nagellacke sein, wo ihr schon mal die Lacke sehen könnt, die ihr auf Kleiderkreisel dann kaufen könnt. Ihr könnt aber auch direkt auf Kleiderkreisel schauen, also je nachdem. Und wie gesagt, alle Erlöse gehen für einen guten Zweck an den Frauenhelfen Frauen e.V. Das muss ich jetzt mal anstoßen. Dafür war leider gerade die Zeit etwas knapp, aber jetzt geht's los und ich freue mich drauf. Und ein Aufgebraucht-Video habe ich jetzt eigentlich auch noch vor, gleich hier im Anschluss zu drehen, denn die Tüte ist voll und ich möchte euch die Sachen zeigen und ich möchte sie wegschmeißen. Und ich hoffe, dass das ganz gut wird. Ja, ansonsten bin ich immer noch... über meine neuen Haare. Wie gesagt, ich finde halt doch, dass es ein bisschen reifer, erwachsener aussieht. Vor allem sagt sie das und hinter ihr liegt ein Riesentatti. Aber gut, Schwamm drüber. Und, die liebe Blushing Biene, mit der habe ich jetzt ab und zu geschrieben und die war ab und zu mal in Frankfurt in der Innenstadt und meinte, dass sie das Urban Decay-Sortiment noch nicht gesichtet hat. Soll ja ab September verfügbar sein, dort im Douglas auf der Zeil. Ich bin sehr gespannt, ich bleibe gespannt, ob ich da was finde. Ich muss mal schauen. Ich würde es, glaube ich, in jedem Fall trotzdem online bestellen, weil man halt immer noch entweder einen 5€ Rabatt bekommt oder 10% Rabatt und dann noch Goodies und so weiter. Und deswegen, ja. Ich habe jetzt mittlerweile die Urban Decay Eden Base angebrochen. Das klingt immer so eklig. Angefangen zu benutzen. Die finde ich auch sehr, sehr nett. Die gleicht schon mal sehr schön die Äderchen aus. Da bin ich wirklich am Überlegen, weil die halt wirklich so hell ist. Weil es gibt die von Rival Loop und es gibt die von Essence. Die sind ja auch so eingetönt, aber alle beide sind mir zu dunkel oder zu orange oder irgendwas. Auf jeden Fall sieht man die. Also die fügen sich nicht schön, auch wenn man sie verblendet, an meine Haut an. Deswegen, mal gucken.
Obwohl ich ja bei Eyeshadow Base gar nicht so anspruchsvoll bin. Die halten ja meistens trotzdem bei mir die Lidschatten. Aber dieser ausgleichende Effekt ist halt unglaublich nett. Naja, was fällt mir sonst noch so ein? Was könnte ich sonst noch mit euch bequatschen? Ja, ich vermisse Orange. Orange macht wieder Videos. Wir schreiben ab und zu, wir skypen ab und zu, aber ihre Videos fehlen mir trotzdem. Ich weiß, dass sie gerade viel um die Ohren hat und gerade nicht in der Laune dazu ist. Ich sage auch gerade nicht, dass sie Videos machen soll, sondern es ist eher so ein Andenken an Orange und dass sie mir fehlt. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ja, und ansonsten freue ich mich aufs DM Markencamp Beauty. Wie bekloppt. Es wird so cool. Ich war ja letztes Jahr schon da und da bin ich alleine hingefahren und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet und wer da ist und ob ich da jemanden treffe. Und dann habe ich die liebe Katrin kennengelernt und noch ein, zwei andere nette Mädels. Und dieses Jahr treffe ich sie wieder und dieses Jahr fahre ich hin und werde da ganz, weiß schon, ganz viele Mädels, die ich da treffen werde. Also ich fahre zusammen mit Blushing Biene und Katrin zusammen fahren wir hin. Und dort vor Ort werde ich, wie gesagt, die Luisa wieder treffen. Das freut mich sehr. Die Hanni Lenchen zum ersten Mal. Ganz, ganz viele. Seid mir nicht böse, wenn ich euch jetzt vergesse. Denn es waren dann doch so viele Namen, die man dann doch mal schon mal gelesen hat und gekannt hat. Und das finde ich doch sehr spannend und das freut mich. Also, das wird ein mega Tag, ein mega Event. Und ich freue mich auf unsere Session. Wir sind schon gerade am Vorbereiten, die Katrin und ich. Und hoffentlich sind da viele dran interessiert. Und ja. Ich freue mich so auf diesen Tag. Also unglaublich, unglaublich, unglaublich sehr. Fällt gerade auf, das ist nicht in 2 Wochen, das ist nächstes Wochenende. Ah! Oh, ich freue mich so unglaublich. Naja, da würde ich sagen, ich tanze jetzt mal noch ein bisschen durch mein Zimmer und freue mich aufs Markencamp Beauty. Und ihr könnt ja vielleicht noch ein, zwei andere Videos von mir schauen, aber ja, oder euren eigenen Tätigkeiten nachgehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Restsonntag, einen guten Start in die Woche und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald wieder. Tschüssi und vergesst nicht, auf Kleiderkreisel zu schauen.